Also ich hoffe, Ihnen ist das nicht ganz spanisch, wenn ein Kardiologe sich auch mit Gefühlen befasst. Auch wenn das in der klassischen Schulmedizin eher Messwerte und dergleichen sind. Aber es gibt doch Patienten, wo man vielleicht gar nichts in den Herzkranzgefäßen gefunden hat, die auf die Frage, könnte es sein, dass ihnen ein Leben lang etwas zu Herzen gegangen ist, wo dann die Tränen kullern. Und das hat also wahrscheinlich, doch sehr wahrscheinlich etwas miteinander zu tun. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich über diese Initiative und dass es auch um die wirklich praktischen Dinge gehen soll und darf. Und da würde ich gleich gerne mit einer Frage beginnen. Wir haben heute einen wunderschönen Rahmen aufgespannt bekommen. Und das Spannende ist ja, dass es tolle Eheberater gibt, die schon 3-4 Mal geschieden waren. Und das ist sozusagen die Frage, wie kommen wir mit dem, was wir Gutes wollen und auch vielleicht verstanden haben, wie kommen wir damit in den Alltag und in die Praxis? Und meine Mutter ist Eheberaterin, auch das noch. Jedenfalls war für uns an den Tischen, wenn mal über die Dinge selbstverständlich immer anonym, aber gesprochen wird, für mich faszinierend, dass es immer die gleichen Konflikte sind. Und man könnte ja denken, die Menschen wären irgendwo klüger. Nee, aber die ganzen Filme, die sich anschauen können, ist immer wieder ganz ähnlich. Das hat mich fasziniert und vielleicht gerade, weil ich von der kardiologischen Schiene komme, wo man messen kann, war ich immer sehr unzufrieden, weil wir eigentlich Patienten, die kamen, begrüßt haben. Und wenn wir nichts gefunden haben, waren wir aus eigener Hilflosigkeit oft so in der Schiene von, vielleicht hat er doch irgendwas unterm Pony, was da nicht stimmt. Dass die eigene Hilflosigkeit war, die wir dort im Grunde genommen auch als Abwertung oder Abweisung des Patienten gelebt haben, war mir damals nicht klar. Ich habe das Glück, in diesen wunderschönen Räumen hier leben und arbeiten zu dürfen. Hier in dieser unteren Etage, dort hat von 1920 bis 1933 Fritz Busch, kennt ihn jemand? Ja, das ist ein Dirigent, der Kurt Masur, der Herbert von Karajan der 20er Jahre im letzten Jahrhundert gewesen, der sich als Deutscher und Leiter der Staatskapelle Dresden weigerte, jüdische Ensemblemitglieder zu entlassen und musste daraufhin gehen. Und ich freue mich, von Deutschen berichten zu dürfen, die solches getan haben. Und manchen sensiblen Patienten frage ich dann, könnte es sein, dass sie hier noch manchmal etwas Nachhallen spüren? Und es gibt nicht oft, aber auch welche, die sagen, ja, da ist noch was spürbar davon. Wie kommt man nun als Kardiologe dahin, sich mit Gefühlen zu befassen? Und das sind sicherlich, die Mutter hatte ich als Eheberaterin schon angesprochen, der Vater Theologe. Da gab es also auch eine Seelsorge. Sein Beruf war auch Seelsorger. Der durfte das sagen. Ich als Arzt später nicht. Das fand ich unfair. Aber das sind die Impulse. Es gibt Lehrer. Ich durfte an der Thomasschule in Leipzig lernen, habe dort die Tradition von Bach sehr intensiv kennenlernen dürfen. Für mich der beste Musiktherapeut. Und im Grunde genommen dann über das Studium, wo wir es natürlich sehr naturwissenschaftlich geprägt wurden, schließlich in die Praxis gekommen. Ja, und die Patienten interessiert, die haben ein Problem und die interessiert überhaupt nicht, welche Studie ich da vielleicht irgendwann mal drüber gelesen habe. Und wenn ich ihnen was von Herzinsuffizienz sage, dann sehe ich große Augen, Herzschwäche auf Deutsch, und wir sind noch nicht auf einem gemeinsamen Nenner. Und schließlich waren dann das eigentlich Faszinierende die chronischen Krankheiten. Ja, das ist, ja genau, also das ist sicher zur Aufheiterung gedacht. Also ich würde einfach bitten, dass nach der Veranstaltung Sie bitte nicht vergessen, die Handys wieder anzuschalten. Genau, und wenn es zuverlässig zugehen soll, dann haben wir ein Wasserbad. Gut. Das Spannende sind also die chronischen Krankheiten, die scheinbar vom Himmel fallen und die uns früher oder später passieren können. Und das sind die eigentliche Herausforderungen. Die fallen scheinbar vom Himmel und tatsächlich sind sie das Versagen einer Regulation und der Beginn der Regulation. Wir haben einfach eine bestimmte Kapazität mit Anforderungen, die auch ganz normal im Leben sind, umzugehen. Und
ich bin selbst am Üben täglich, diese Selbstüberforderung, sich selbst etwas zuzumuten, was mir nicht gut tut, das ist die Herausforderung. Ich vermute auch für den Eheberater nach seiner dritten Scheidung. Und schließlich geht es darum, dass wir auch verstehen, welche Instrumente. Wir haben unseren Körper und manche Menschen sind sehr spirituell unterwegs, pflegen aber ihren Körper nicht so. Wir haben heute eine wunderbare Einleitungsmeditation gehabt, wo wir uns mit der Erde verbunden haben. Alles, was wir anfassen können, ist Erde, umgewandelte Erdkruste. Über Tiere, manche essen sowas noch, andere vor allen Dingen über Pflanzen. Und was dann aus diesem Erdkruste, die so herumläuft in unseren Personen, wirklich wird, das wird geformt. Das ist die Software, wenn man so will, und der Körper die Hardware. Und nichts funktioniert ohne das andere. Ja, und dann macht man als klassischer Mediziner verschiedene Stufen durch. Das für mich heute Wertvolle ist, mich habilitiert zu haben. Das gibt mir die Möglichkeit, solche Vorträge zu halten, ohne in den Verdacht zu geraten, irgendwie mal zu stark mit dem Schädel gegen eine Wand gelaufen zu sein oder irgendetwas in dieser Richtung. Denn das ist aus meiner Sicht eine Wissenschaft, die auch besondere Herausforderungen und Herangehensweisen, wir haben das von Bodo Köhler schon gehört, und hat letztlich dazu geführt, dass ich die Chance hatte, aus der klassischen Schulmedizin heraus in zusätzliche, ergänzende, öffnende Verfahren hineinzugelangen, die mir auf der Frage, wie werde ich eigentlich chronisch krank, denn so kommen die Menschen zu mir in der Praxis, weiterzukommen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es dafür auch einen Lehrstuhl gab für integrative medizinische Wissenschaften, die genau dieses zum Ziel hat. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft nicht nur einen Professor für Mediation und Kontemplation an der Uni München gibt. Ich habe in dieser Woche kennenlernen dürfen, sondern eigentlich an jede Universität gehört. Also es gibt entsprechende Bewegungen, aber hier, das ist eine private Hochschule, ist es noch nicht im staatlichen Gesundheitswesen angekommen.